Hallo, mein Name ist Frank und ich zeige euch in diesem Video, wie ihr die Lamello P-Systemverbinder für NC Hops anpassen könnt. Und zwar geht das diesmal ganz anders als bei Maestro CNC oder Woodwop. Ich zeige euch, wie es geht. Gehe auf Interior Cut, dann auf Exporte, wähle NC Export und Einstellungen. Dann gehe ich auf die Kategorie Maschine, scroll ganz nach unten und finde hier den Eintrag der benutzerdefinierten Variablen. Den stelle ich auf Ja und in diesem Fall ist es so, wenn er auf Ja gestellt wird, wird hier unten ist diese Info, wird die nchopsvariables.txt-Datei eingelesen und die befindet sich im Exportstarter-Ordner. Ich zeige euch, wo der ist und drücke einmal OK, dann auf Abbrechen, denn ich habe natürlich keinen Schrank exportiert, was aber wichtig ist, damit die Datei geschrieben wird. Das heißt, ich mache einmal den NC-Export, auch wenn da keine Beschläge drin sind. Denn dann wird erst die variables.txt-Datei geschrieben. Ich drücke auf OK und schmeiße die Programme einfach weg. Die brauche ich nicht, da ist nichts drin. Jetzt zeige ich euch, wo der Ort ist. Das heißt Interior Cut, Einstellungen, Versionsinfo. Und hier unten unter dem Eintrag Exportstarter lasse ich mir den anzeigen und drücke den Button dazu. Und dann gehe ich einfach tiefer in den NC-Export rein. Und nicht erschrecken, hier sind ein paar mehr Formate als bei euch. Ihr habt wahrscheinlich nur NC-Hops da stehen und ganz unten drunter findet ihr dann hier die variables.txt-Datei. Ich mache einen Doppelklick und öffne diese Datei mit dem Editor. Und hier habt ihr die Möglichkeit, die Werkzeugnummern einzutragen. Den Bohrer für senkrecht kann ich auswählen, Bohrer für waagerecht und schräge und das gleiche auch für die Lamellosäge. Und das ist ganz cool, weil für den Bohrer vertikal könnte man jetzt hier an der Stelle die Nummer aus dem Bohrkopf wählen zum Beispiel. Dann wird halt der 6er Bohrer aus dem Bohrkopf genommen. Das ist richtig cool. Dann ist das natürlich bei dem Werkzeugwechsel schneller. Wobei, ich zeige euch gleich, wie es ist. Das Makro ist richtig cool. Den Bohrer nehme ich mal hier Nummer 18. Das heißt, das ist für mich eine HSK-Aufnahme und für das Nutrad wähle ich die Nummer 91. Die nehme ich auch überall. Das ist halt ein Werkzeug für alles. Das ist eigentlich auch, denke ich mal, der Normalfall. Datei speichern. Einfach zumachen. Auch das hier zumachen. OK drücken. Und das war's. Ich könnte jetzt die Beschläge einsetzen und es würde funktionieren. Und genauso schnell könnte das bei euch auch funktionieren. Ich will euch aber nochmal an der Stelle ganz kurz die Beschläge zeigen, um die Möglichkeiten zu zeigen, was man noch machen könnte. Ich gehe hier unter Vectorworks Bibliotheken, Attribute Vorgaben, Bauteil, Systemverbinder und öffne hier den Eintrag von NC Hops. Da mache ich einfach nur einen Rechtsklick drauf und wähle Zubehör Dokument öffnen. Dann gehe ich hier oben in die Beschlagsdatei rein und mache hier einfach mal einen Rechtsklick auf den nächsten Beschlag, der hier ist und wähle 3D-Darstellung bearbeiten. Und hier wähle ich mal ein NC-Makro an und hier könnt ihr sehen, was man noch machen kann. Die seitliche Zustellung kann ich auswählen, dieser Pendelhub, den dieser Beschlag natürlich ausmacht, den kann ich definieren, wenn die zu stramm reingehen oder zu locker, kann ich diesen Wert nochmal anpassen. Außerdem kann ich den Abstand der Bohrung zur Kante auswählen, mit 7,5 ist eigentlich so ein Standardmaß, aber ich weiß, dass der auch schon mal zu 7,3 oder sowas tendieren kann. Außerdem kann ich hier den Bohrdurchmesser auswählen, das heißt, wenn ich die Nummer 501 für den Bohrkopf auswähle, ne, was ich ja gerade hätte machen können in der Textdatei, dann kann ich hier trotzdem noch den Bohrdurchmesser auswählen. Das ist echt ganz gut gemacht. Mehr Möglichkeiten hat man nicht, aber mehr braucht man auch nicht. Also, wir verlassen das mal. Wenn ihr das bearbeiten wolltet und abspeichern wollt, dann geht bitte auf die Videos von Maestro CNC oder Woodwop. Da erkläre ich das, wie man die halt in die eigenen Beschläge reinpackt und dort dann verändert. In diesem Fall brauchen wir das nicht, weil die eigentlich so schon ganz gut funktionieren. Ich sage nichts sichern und fange mal an, die Beschläge einzusetzen. Ich gehe auf Einteilverbinder 3D, wähle dann hier unter Weitere den NC-Hops-Beschlag aus. Dafür gebe ich einfach mal den Text oben ein und ich wähle hier den Klamex P14. Ich sage mal, der Klassiker soll da rein. Und ich wähle das Raster für Gärungen an der Stelle und mit der Shift-Taste setze ich alle Außengärungen gleichzeitig ein. Also das ist der Korpus für Gärungen. Und jetzt wähle ich mal, das Raster ist gleich 90 Grad und setze hier mit der Shift-Taste auch alle Außenverbindungen ein, also Ober-Unterböden, sowie auch alle Konstruktionsböden. Jetzt an der Stelle sollten auch die Beschläge schon in dem anderen Korpus auf die Konstruktionsböden übergegangen sein, weil das sollte gleich gewesen sein. Perfekt, es sind alle Beschläge drin. Mit der Röntgenfunktion sieht man das ganz gut. Ich exportiere jetzt eben ganz fix und dann sehen wir uns in NC Hops. Bis gleich!
So, wir sind jetzt hier in NCHOP 7 und ich zeige euch mal kurz, wie die Programme aussehen. Ich öffne das einfach mal und nehme hier den Korpus 2. Der hat ja diese stumpfen Verbindungen gehabt. Ich nehme einfach mal den oberen Boden davon. Und wunderbar, das sieht schon mal gut aus. Also wenn die Bohrer und die Sägen und so weiter dargestellt werden, dann kann man sicher sein, dass das schon mal funktioniert. Klar, eure Werkzeugkonstellation muss stimmen, die muss halt passen, das muss funktionieren. Und die Variablen, die wir vorher in die Textdatei geschrieben haben, die tauchen jetzt hier unten auf. Und die Variablen, diese WKZ-B, wird zum Beispiel hier auch in dieser Komponente oder in diesem Makro auch aufgerufen. Das heißt, es funktioniert. Mit dieser Textdatei kann man auch alle möglichen anderen Infos, die man hier stehen haben möchte oder Variablen, kann man sich hier auflisten lassen, nur nebenbei. Ich mache mal schnell eine Simulation. Leider habe ich das BetaSim-Plugin nicht drauf. Ich mache mal die Nutsäge hinten aus, damit es schneller geht. Und man sieht, er bohrt erst alles, auch wenn der Weg ein bisschen kurios ist. Also hier fängt er so ein bisschen diagonal an. Aber er macht erst alle Bohrungen und danach alle Fräs- bzw. Sägearbeiten. Das ist wirklich geil hier an dem Plugin, muss man wirklich sagen, funktioniert hervorragend. Datei öffnen, ich mache mal die Seite hiervon, das wären die stumpfen Verbindungen. Einfach nur kurz, damit wir sehen, dass alles da ist. Alle Fräsungen sind drin. Das hat wunderbar geklappt. Jetzt mache ich mal den anderen Korpus, der diese Gärung auch hatte. Mache mal den Boden oben. Und ich glaube, da wird es schon ein bisschen wilder. Jo, man sieht halt hier, die Gärungssägen sind aufgeführt, alle Bohrer sind auch da, alle Fräsbearbeitungen von dem Klarmex sind da. Herrlich. Dann nehme ich nochmal die Seite, die ist ja auch, ich mache auch wieder Seite links hier einfach. Da sollte es ähnlich aussehen, genau, die Gärungssägen sind da, alle Bearbeitungen sind da. Ja, NCHOPS mit Interior Cut, check, funktioniert auch. Supergeile Übergabe. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.